Bist schon wach, kleiner Hund? Bist du schon wach? Bist du wach? Bist du wach? Man muss aufpassen, die hat eine schnelle Zunge. Bist du wach? Ja, ich bin wach. Ich bin wach und angezogen und fertig. Ach, schon wieder die Knubbels auf dem Kopf? Ist ja Standard bei dir momentan. Nee, die letzten Tage hatte ich sie nicht auf dem Kopf. Aber ich denke mal, die Leute sagen, in jedem Video hat die Knubbels auf der Birne. Habe ich überhaupt nicht. Die Leute sagen immer, Mona, lass die Haare doch mal öfters offen. Ja. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Aber jetzt wird kalt, da ist nicht mehr so warm im Nacken. Ja, aber dann habe ich ja ein Stirnband. Okay, das ist ein Stirnband. Genau. Frühstück? Ja, wir warten, dass die Brötchen fertig werden. Oh, sind die fertig? Nee. Okay. Können noch einen Moment. Sie können noch einen Moment. Wir haben den Stellplatz ohne Strom. Aber das macht nichts. Nö. Wir können trotzdem unsere Knack und Back machen. Da sind wir süchtig nach geworden. Ne? Ja. Ist echt furchtbar. Ich habe das, jetzt gerade angemeldet. Wenn ihr euch überhaupt fragt, auf welchem Stellplatz wir stehen, Tor zur Stadt Erfurt. Da. Ja. Da stehen wir. Sieht sehr modern aus, ne? Ja, ich bin gleich mal, wir haben ja jetzt die Karte, ihr braucht die Karte, um in die in das Sanitärgebäude zu kommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das sieht von außen alles sehr neu und sehr modern aus. Ja, und damit die Schranke aufgeht, ne? Mit dem Schrankensystem hier vorne vor, genau. Und der Platz ist gut. Ist alles super. Ich muss meinen Finger mal da drauf machen. Dein Finger? Wenn der Finger drauf ist, geht besser? Sekündchen. Und wir haben nicht mehr die originalen Knack und Back, weil da zu viele drin sind, ne? Ja, du gönnst mir keine 4 Brötchen, deswegen hast du jetzt welche mit 6 drin gekauft. Genau, für jeden 3 reicht. Wir machen jetzt FDH. Nein, Quatsch. Mein Mann war einkaufen. Diesmal. Mhm. In dem Kühlschrank sind nicht die Sachen drin, die ich immer einkaufe. Kennt ihr das? Man kauft eigentlich im Grunde genommen zum Wegfahren jedes Mal denselben Scheiß, ne? Ja, aber ja, ich... Ja, ist denselben Scheiß. Sie hat ja in einem der vorigen Videos hat sie ja großkotzig erzählt, sie macht jetzt immer Smoothies. Nix hat sie gemacht. Ja, was hast du gekauft? Und dann musste ich mir wieder die einfach kaufen. Du hast den Scheiß wieder gekauft und ich... Also du hast Bananen gekauft, so schlau war sie ja, ne? Bananen hast du mitgebracht, du hast aber nichts anderes für da rein. Ach so. Hättest du ein paar Erdbeeren mitgebracht, hättest du jetzt einen frischen Smoothie gekriegt. Und die Weintrauben? Nee, also ich möchte Erdbeerbanane. Weintraubenbanane können wir morgen mal probieren. Das können wir morgen mal probieren, aber das schmeckt dann nicht so lecker wie Erdbeerbanane. Und das sieht dann auch nicht so schön pinkig aus oder rosa. Ja, wir frühstücken jetzt und dann gucken wir weiter. Jetzt aber Mist hier bleiben, der kommt raus. Das ist ja nicht normal, ne? Wilma, hopp. Hopp, 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 super. Wie ist euer Auto? Ist euer Auto gut? Seid ihr abfahrbereit? Mona nicht. Die Hunde ja. Ihr müsst noch mal raus, ihr habt doch noch gar keine Decken da drin. Kommt noch mal raus. Raus. Die mögen dieses Ding so gerne, ne? Es ist unfassbar. Komm raus. Mädels, raus da! Und hier ist eben die Rezeption von dem Stellplatz Erfurt, Tor zur Stadt Erfurt. Sehr schönes Sanitärgebäude oder sehr schönes Rezeptionsgebäude, muss ich echt sagen, ist wirklich schick gemacht. Preise, ja gut, wir haben jetzt bezahlt 25,75 Euro unten auf dem Platz. Hier ist natürlich der Parkplatz. Der kostet, soweit ich das mitbekommen habe, 10 Euro. Der ist riesig. Also, wie gesagt, wenn ihr Stadt Erfurt besuchen wollt, reicht dieser Platz hier eigentlich auch aus. Da muss man nicht den Stellplatz nehmen. Jeder so, wie er mag. Ne? Wir haben jetzt gesagt, wir stellen uns da unten hin. Ja. Und wie gesagt, da hinten lauft ihr runter. Oder fahrt ihr runter. Und dann habt ihr eben diese beiden Bereiche. Aber der erste Bereich, wo die Schranke ist, und da unten eine Verbotsschild. Der zweite Bereich, wo die Schranke ist. Ja, das war's. Na, oder? Haben wir hier noch was? Ach, da ist noch ein Zahlautomat. Wenn ihr reingeht, 2 Chancen habt. Einmal hier für die Herren, einmal für die Damen. Ja, gehen wir mal rein. Hier hinten habt ihr noch Waschbecken und Dusche. Duschen sehr groß. Karte vorhalten wird dann abgerechnet über die Karte. Ne? Hier vorne schön für die Sachen hinstellen. Das ist wirklich gut. Sieht sehr modern aus und auch sauber.
Waschbecken. Alles, was man braucht. Ne? Toiletten, Pissoirs. Hier nochmal zum Händewaschen. Draußen habt ihr noch Spülbecken zum Spülen. Und alles funktioniert hier eben mit der Karte. Einfach vorhalten und fertig. Das sind noch Gemeinschaftsduschen, ne? Ja. Hier habt ihr noch zwei Familienbäder, okay. Okay. Hier habt ihr noch zwei Familienbäder. Die kann man auch nutzen. Ja, schön. So, hier habt ihr noch einen schönen separaten Raum mit Spülbecken, Strom, Kochplatten. Alles läuft mit der Karte. Finde ich cool. Hier kann man schön sitzen. Also, nicht schlecht gemacht. Hier habt ihr noch einen Raum mit Waschmaschinen. Trockner auch? Ja. Super, alles da. Danke. So, wenn ihr hinten rumlauft, habt ihr hier die Mülltrennung. Ja, also hier wird auch getrennt, entsorgt. Flaschen sehe ich da, Papier, Restmüll. Laufen wir jetzt mal Richtung Messe. Ja. Wie gesagt, der Platz ist ja echt gut belegt, dieser normale Parkplatz. Ja, genau, der ist umsonst. Da darf man. Ist der umsonst? Kostet der nicht 10 Euro? Kostet 10 Euro nicht mehr. Der ist Nein, der kostet auch Geld. Ja? Ja, der kostet auch Geld. Okay. Ja, aber trotzdem steht man da gut. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt laufen. Das macht ja nichts. Unsere Hunde wollen ja auch ein bisschen Auslauf haben. Das stimmt. Deswegen gehen wir schön jetzt hier die Strecke bis zur Messe. Ja. Also die ganzen Messegebäude, wenn du das hier so siehst, das sieht schon alles. Das ist alles super neu, glaube ich. Ja. Sieht echt gut aus. Sieht schick aus, ne? Hm? Ja, ich freue mich jetzt auch mal auf eine kleinere Messe. Also Düsseldorf war schön und Düsseldorf ist toll. Ja, das sind ja nur drei Hallen hier. Aber egal. Düsseldorf ist riesig. Und ich glaube, hier haben wir eine große Chance, wirklich mal alles zu sehen. Meinst du? Ich hoffe. So, Lieben, wir sind hier. Ja, genau. Messe Erfurt. In Halle 2 sind wir, glaube ich, jetzt. Mona ist schon völlig enttäuscht. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Nein? Ich habe nur gefragt, ob das eine Halle war. Das sah aus wie ein das Gang. Das war eine Halle. Das sah aus wie der Eingang. Ein bisschen schauen, wir laufen einmal kurz hierher. Ja. Gucken uns alles einmal an und ja, nehmen euch da ein bisschen mit. Ja, ich habe gerade schon den hier mit den Sternen bewundert. Ein La Mancelle, weil er süß aussieht, irgendwie so in weiß mit den roten Sternen. Okay. Das finde ich niedlich. Ja, laufen wir mal weiter. Ja. Ein bisschen was an Zelte haben wir hier. Ja, natürlich diese kleinen Vans, ne? Ja, die haben wir ja schon in Düsseldorf genug gesehen und ja. Die sind natürlich auch jetzt immer ab. Ja, die Leute suchen sich sowas aus, ne? Ja. Kleine Faltanhänger sind das. Und da kommt so ein riesen Zelt raus aus so einem Faltanhänger. Mhm. Das ist aber krass. Ja, Challenger, die Hersteller sind natürlich über die Händler vertreten hier, ne? Ja, genau. Also hier stellen keine Hersteller aus, sondern wirklich die Händler, ne? Ja. Ja. CMS-Reisemobile ist das hier zum Beispiel. Das sind für uns auch ganz neue Händler, ne? Ich glaube, wir kennen hier gar keinen Händler. Nee. Also ist keiner, wo wir hingehen können und sagen können, hallo, wollen wir einen Kaffee trinken? Gibt's hier nicht. Gibt keinen Kaffee. Nein. Ja, Wohnwagen natürlich. Ist natürlich mal niedlich, auch so eine kleine Messe zu besuchen. Ja, ich finde das süß. Das macht Spaß. So, hier haben wir Pfennig.
Wohnwagen. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viel Platz in so einem Wohnwagen ist, ne? Weil da kein Auto bei ist, ne? Ja. Ja, hier haben wir ein bisschen was gemischt. Ein bisschen, ich denke mal, die Fahrzeuge werden den... Nee, da ist ein bisschen Sun Living. Oh, ich kenne doch einen Händler. Da steht nämlich Röhnchen, der Ultimate. Okay. Die kennen wir auch schon aus Düsseldorf. Dann haben wir hier Proverda, Fahrzeugsicherung. Dann haben wir Leontron. Ja, gut, das kennen wir ja alles, ne? Ja. Batterien halt, ne? Batterien halt, ne? Aber sind auch wichtig, ne? Ja. Dann haben wir hier Caravan Center Erfurt mit Sun Living. Ja, scheint eine Vermietung zu sein, so wie es aussieht. Ja. Steht dran, mich kann man mieten. Dich kann man mieten. Mich kann man mieten. So, weiter. Ich muss sagen, hier laufen doch einige Leute rum. Also ich finde es nicht leer hier, sagen wir es mal so. Ja, stimmt. Ja, hier haben wir. Ach, Uwe Gante. Ah, guck mal, der Bulli. Der Bulli? Guck mal, der Bulli, der ist aber schön. Ja, der ist cool. Boah, der ist schön. Ja. Der sieht so perfekt aus. Sehr schick. Der sieht so perfekt aus, ne? Ja. Weißt du, was dem fehlt? Patina. Patina fehlt dem? Patina fehlt dem. Ja, der Ultimate, Röhnkamp. Haben wir euch ja schon mal auf der Düsseldorf-Messe vorgestellt. Da waren unsere Mikrofone leider defekt. Ja, aber wir haben trotzdem das Beste rausgeholt aus dem Video. Ja, haben wir gemacht. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier beim Ultimate. Das habe ich ja eben schon gesagt, bei Röhnkamp. Und wir haben den Philipp getroffen. Und der Philipp ist total, also ich finde das total lustig. Wir haben im Urlaub deine Eltern kennengelernt, ne? Nach der Messe in Düsseldorf. Mhm. Und wollen hier nochmal ganz, ganz liebe Grüße an deine Eltern schicken. Weil ja, die Wege haben sich so schnell getrennt in Italien. Ne? Wir haben nicht mal Nummern ausgetauscht oder irgendwas. Und jetzt, wir haben von deinem Papa schon ganz viel von dir gehört und haben dich auf der Messe in Düsseldorf ja gar nicht gesehen, weil wir da mit dem Mario gefilmt haben. Ja. Und jetzt sehen wir dich hier. Genau. Wie praktisch, ne? Genau. Und dann haben wir uns gedacht, wir schnappen uns dich nochmal und machen mal eine kleine Runde über euren Stand, oder? Das ist schön, das ist schön. Dass ihr auch extra nach Erfurt gekommen seid, freut mich erstmal. Ja. Ja, dass ihr meine Eltern getroffen habt, ebenfalls. Und ja, jetzt gucken wir mal uns das Auto an. Ja. Mario baut ja das Fahrzeug unter der Marke Röhnkamp, ja. Und wir vertreiben es mit der Firma Uwe Gante. Ja. Und ja, meine Wenigkeit, Firma NTC in Erfurt. Ja. So. Der Ultimate hat einen ganz schönen Boom gemacht auf der Messe in Düsseldorf, oder? Ja, dadurch, dass wir ja vorab schon drei YouTuber das Fahrzeug haben vorstellen lassen und die es sich gefreut haben, das auch vorstellen zu dürfen. Wussten natürlich schon viele, viele Besucher und auch Kunden schon über das Fahrzeug Bescheid und sind einfach nur noch gekommen, um es zu kaufen. Also das war für uns auch eine schöne, positive Überraschung und haben fast das erste Kontingent auf der Messe fast gänzlich verkauft. Boah, das aber ist haben Wahnsinn, dann ne? nach der Messe dann nochmal den restlichen, das restliche Kontingent noch verkauft und jetzt aktuell ja, haben wir dann im Dezember und im ersten Quartal dann wieder Fahrzeuge, die dann zur Auslieferung bereitstehen könnten für die nächsten tollen Kunden, die auch dieses tolle Fahrzeug kaufen möchten. Also was ich ja bei euch unfassbar gut finde, ist, ihr habt so einen krassen Wiedererkennungswert mit dem Neongelb. Der Holger hat ja seinen Kastenwagen auch gelb geklebt. Ja. Ne? Der ist dunkelgrau mit Neongelb und ist dann zur Messe gekommen und hat gesagt, das haben die sich bei mir abgeguckt, weil wir das zeitgleich gemacht haben. Nein, ihr habt Aber es ist nicht Neongelb, es ist Schwefelgelb. Ist das Schwefelgelb? Ja. Bei uns ist es Neongelb. Okay. Genau, das ist RAL 1016. Der kennt alle RAL-Töne auswendig, dieser Mann, der ist furchtbar. Hier bei dem Bulli, den der Holger gerade filmt, hast du gesagt, den habt ihr nach der Messe in Düsseldorf noch ein bisschen höher legen lassen. Genau, ne? Den haben wir jetzt noch mal mit der Firma Seikel, die ja auch im Offroad-Bereich bekannt ist, noch mal verfeinern lassen.
auch unter anderem für die Messe in Fulda. Und hier wurde jetzt noch eine Höherlegung eingebaut von der Firma Seikel, Unterfahrschutz und auch Schwellerschutz noch. Ja. Und haben jetzt dann auch wieder die 20 Zoll Bedlock Delta 4x4 Felgen montiert. Ja. Ja. Deswegen sind wir auf euch aufmerksam geworden, direkt wegen der Felgen. Die das Ganze so besonders machen. Ja. Der Holger, der hat auch so einen kleinen Felgenspleen. Ja. Also der wechselt seine Felgen wie andere Menschen, die sich Schuhe kaufen gehen. Ja, ich sage immer zu meiner Frau, also wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir definitiv mit, egal mit was wir fahren auf jeden Fall nicht mit Stahlfelgen. Ja, ohne also, Licht, aber mit, mit Felgen also, drauf. Licht brauche ich auch, ja. Aber nicht die LED, ja, ne? Ja. Nein, also Alufelgen und Optik ist einfach der wichtigste Punkt. Hinzu kommen natürlich noch die Funktionen, die das Modell natürlich mit sich bringen muss. Ja. Der Ansatz war ja quasi den California, der wirklich von VW-seitig als Serienfahrzeug schon sehr, sehr, sehr gut ist. Vielleicht einfach mal diesen Ansatz zu nehmen und ein paar Ideen zu überdenken und es vielleicht zu verändern, vielleicht auch zu verbessern. Aber wir wollen uns ja gar nicht auf die gleiche Stufe stellen. Gegenüber so einem Großhersteller kann man das auch nicht, sollte man auch vielleicht jetzt an unserer Position nicht machen. Wir wollen auch nicht den Mund voller nehmen, als er ist. Und ja, deswegen haben wir es, glaube ich, gut verfeinert und haben es einfach mal anders gedacht. Unter anderem auch so eine geteilte Sitzbank, was das Ganze dann eben doch von der Funktion her ganz anders macht. Und natürlich vom Design her einfach mal etwas gewagt und mit dem schönen Grau und mit dem Holz. Das hat einfach eine wunderschöne Farbe. Der Möbelbau, der ist toll bei und euch. Und mit dem LED, mit dem integrierten, das macht es natürlich einfach sehr, sehr schön. Das Ganze ist ja auch dimmbar. Ne? Viele Kunden denken, oh, das ist so hell. Das kann gedimmt werden an zwei Lichtschaltern, einmal auch sogar von oben. Und also diese Funktionen, die sind halt, wenn man die Schiebetür auf hat und guckt jemand rein, ich denke, dass da schon dieses ultimative Gefühl da ist. Und das war auch in der Messe Düsseldorf so zu erkennen, dass viele Leute wiedergekommen sind und haben gesagt, also so einen geilen, ultimativen Camper haben wir jetzt hier nicht gesehen auf VW-Bus-Basis in dem kleinen Segment und sind deswegen wiedergekommen. Dann ist der Name ja im Grunde genommen, der Ultimate ist ja Programm, ist ne, Programm bei euch. Ja, ist Programm. Total. Also in Düsseldorf haben wir es auch geschafft, eine Familie aus Euskirchen, die sind, also zwei Familien sind miteinander befreundet, wohnen gegenüber und haben dann beide eingekauft, haben jetzt beide einen stehen in Euskirchen, einer drüben, der andere auf der anderen Seite. Ganz nette Familien und freuen wir uns, dass auch sowas gelingt und ja, sehr, sehr cool. Ja. Ja. Und super. Auch so dynamische Leute, so die am Leben, der Mann war, glaube ich, Anfang 60, total jung geblieben und möchte einfach im Lifestyle noch voll dabei sein und da passt das Auto halt einfach mega genial rein und auf jeden Fall. Also, wir freuen uns, dass wir den Ultimate uns hier nochmal mit dir angucken dürfen und du uns noch ein bisschen was erzählt hast. Ja. Wir wünschen euch eine ganz, 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 ganz tolle Messe. Danke. Und hoffen, wir sehen euch nochmal wieder. Ich denke, man sieht sich immer zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal. Ne? Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine ganz tolle Messe und nochmal ganz liebe Grüße an die Eltern. Ne? Genau. Wir hoffen, euch sehen wir auch nochmal wieder, irgendwo per Zufall auf dem Stellplatz. Ja. Und ansonsten gehen wir jetzt mal weiter. Gut. Nach gefühlt 4 Stunden draußen auf dem Innenhof. Ja, also wir haben ja gesagt, vielleicht schaffen wir es mal auf einer kleinen Messe alles zu sehen. Wir haben gerade mal 2 Stände gesehen. Und wann ist Feierabend hier? Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich habe kein Zeitgefühl, keine Ahnung. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal ein bisschen gucken. Wir gehen jetzt hier in die Halle noch mal rein, wo wir noch gar nicht drin waren. Genau, Halle 3 ist das. Und dann schauen wir mal, was da so alles gibt. Ich glaube, hier hat viel was mit Reisen zu tun. Da gehen wir mal schauen, was da so los ist. Oh, da ist schon unser Stand. Spezialist für Kroatien. Kroatien. Aber wir lieben Kroatien. Ja, hier sind alles Stellplätze, die sich vorstellen. Regionen. Oder Regionen. Länder.
Auf jeden Fall kann ich dir sagen, hier ist eine fette Party. Es ist so laut. Ich hoffe, ihr hört uns überhaupt. Na klar. Hohe Tauern. Nationalparkregion. Ja. Kennen wir auch? Kennen wir auch. Den Tauerntunnel kennst du? Den Tauerntunnel kenne ich. Den bin ich gefahren. Südtiroler Schinken. Trüffelkäse war da. Du isst das, du isst doch nicht mehr, nee. Du isst nur Gouda. Ja. Jung. Jungen Gouda. Genau. Hast du da Fahrräder gesehen? Ja, was gehört zu jeder guten Campingmesse dazu? Ein E-Bike-Shop. Richtig. Und das sind auch noch kleine Klappräder, glaube ich. Das sieht cool aus hier, guck mal. Die sind nicht klapp. Aber das hat schon deinen Style mit dem braunen Reifen, ne? Mhm, sieht cool aus. Das sieht geil aus. Ja. Sind wir jetzt hier wieder in der Halle für die Wohnmobile und Wohnwagen. Gehen wir hier mal gerade hoch, gucken, was wir hier so haben. Ich denke mal, an Neuheiten werden wir hier nichts entdecken. Nee. Hier wird alles alt sein. Ja. Also alles bekannt. Ne? Wir machen auch nur einen kleinen Rundgang mit euch. Keine Roomtouren. Wir gucken nur ein bisschen. Richtig. Einfach mal schauen. Und da ist ein Pilot. Wo? Rechts. 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 Radeberger Reisemobile hat Etrusco und Pilot. Radeberger Reisemobile. Etrusco 76. Ja, hier der Pilot. 746 Georg. Ja, Georg, einfach eine Sitzdinette, ne? Aber leider auf Zitrönen. Ja, die Etruskus kennt ihr ja auch, schaut in unserer Playlist. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen. Was? Frauen dürfen hier nicht mit hohen Hacken rein. Nein? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Machst du vielleicht den PVC-Boden kaputt? Dann darfst du auch nicht mit Rucksack rein. Nee, ich bleib mal hier stehen. Mit meinem Rucksack. Ja, 22er Pilot. Nichts hat sich geändert. Alles alt geblieben. Nur ist leider. Immer wieder schön, ne? Ja, aber leider auf Zitrönen. Ja. So, was haben wir hier? Der Pepper ist auch überall. Und ja, natürlich auch auf jeder Messe. Ja. MAN? Ja, der Knaus Box Drive. So, da haben wir auch noch einen Pepper. Auf hier? Genau, und das ist ja wieder das typische Pendant, was nebeneinander steht. Ne? Einmal der Weinsberg Pepper und hier direkt der Knaus Vanstation. Ne? Irgendwie, die beiden gehören für mich zusammen, warum auch immer. Ne? Ja. So, hier habe ich was Cooles gesehen. Guck mal, wie cool die das gemacht haben hier bei Knaus mit der Außendusche. Die ist da so, zack, weg ist sie. Nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Ja. Hier ein Thule-Auszugsystem, ne? Guck mal hier, auch schön verkleidet alles. Ja. Ja. Der sieht nicht schlecht aus. Also so ein MAN finde ich auch schon cool. Sieht schon cool aus. Und was mir auch gut gefällt, hier ist wieder, so wie der Vorderwagen bei den ganzen Challengers in diesem Grau. Ja. Gibt es auch einen Kasten in diesem Grau von Ford. Auch schön, der Weinsbergkasten, ne? Aber ganz kurzes Fahrzeug, ne? Ganz kurz, der ist mega kurz. Hier ja. Steht aber gar kein Schild dran. Doch, hier. Ah. Kommen wir gleich mal hin. Muss mal eben schauen. Ist nur eine 70. Preisliste. Ich muss immer Umwege nehmen. Du gehst immer die kleinen Gänge, da kommen wir nicht durch. Der ist klein, ne? Der ist süß. Und dann den Knaus, den Platinum auf MAN, den haben wir ja schon gemacht, ne? Genau, schaut einfach mal in unserer Playlist, da haben wir ein Video drüber gedreht, auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ja, den bekommt ihr mit Allrad oder mit Zweiradantrieb? Ja.
MAN gehört ja zur Fiat, nicht Fiat, zur VW-Gruppe, ne? Deswegen sieht es da drin immer, finde ich, so ein bisschen aus wie in meinem Tiguan, ne? Ja. Vorne das Cockpit und sowas. Hier haben wir nochmal den Vensation stehen. Das ist das Pendant zum Pepper, nicht den du gerade gezeigt hast. Ach nee, was war denn vorne? Das war ein kurzer mit dem Seitenbett. Ah, okay, nee, dann ist das. Dann haben die weit genug auseinandergestellt. Genau, 650 MEG, das ist im Prinzip baugleich mit Pepper. Ja. Nur der hat eben den anderen Hintern und hat eben so ein bisschen mehr Platz, ne? Ja, auch den haben wir schon gefilmt. Haben wir auch. Ja, also ihr seht, es ist auch schwierig, mal neue Dinge zu finden. Ist ja nicht. Die wir interessant finden. Oh, ich habe mega mobil gefunden. Oh, guck mal hier ist nochmal ein Pepper. Achso, ich habe gedacht, wir... Der Pepper auf Mercedes, Videos gedreht, wie gesagt, haben wir noch vor der Caravan gemacht. Wird jetzt auch demnächst online gehen, ne? Ja, genau. Und jetzt will ich zu Megamobil. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier bei Megamobil auf dem Stand. Megamobil, muss ich ja wirklich sagen, hatte ich vor der Messe in Düsseldorf gar nicht auf dem Schirm. Und bevor wir den Larry kennengelernt hatten, schon mal gar nicht auf dem Schirm. Nee. Und das ist wirklich ein Fahrzeughersteller, da muss ich für mich persönlich sagen, da habe ich mich so ein bisschen drin verliebt auf der Messe in Düsseldorf. Ne? Ja, aber ich habe mein Lieblingsauto jetzt hier nicht stehen sehen. Nein, das steht hier nicht. Da steht der Revolution mit dem hochfahrbaren Bett. Ja. Hier steht einer auf Renault. Hier ist ein typischer Lenkschläfer. Und da ist dein Auto mit der Rundsitzgruppe. Nein, das ist nicht der. Ich hatte, das war alles braun-beige. Ja, der wird ja schon verkauft sein. Meinst du? Na klar, aber ich das gedacht, ist ich könnte mich noch mal reinsetzen. Rundsitzgruppenkonzept ist natürlich. Ja. Wir warten jetzt noch mal eben, bis das da frei wird und vielleicht können wir euch die Rundsitzgruppe noch mal eben zeigen. Ach, das ist echt. Wir hatten auch mal einen Kastenwagen mit Rundsitzgruppe, ne? Wir haben den so geliebt, ne? Ja, aber das ist jetzt das Rundsitzgruppenfahrzeug auf. Wie lang? 5,40 Meter. Ja. Wie lang war unser denn damals? 6 Meter. 6 Meter? Mhm. Okay. Ja. Und also das war schön. Das war ein super Raumkonzept hier in diesem Ding. Auf 5,40 Meter. Ne? Das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Das ist wirklich ich kann ja nur immer wieder sagen, mega. Deswegen heißt es ja auch Megamobil. Genau. Genau. Also wenn ihr hier reingeht, wie gesagt, 5,40 Meter. Ihr habt ein tolles Duschsystem. Hier, ne? Ja, das ist schön. Das ist gut mit der Duschtüre. Und hier haben wir die Sitzgruppe. Aber nein, das ist auch nicht das Fahrzeug. Das hat nur rechts und links einen Sitz. Und nicht hinten, vor Kopf. Der andere, den ich meine, der hatte auch vor Kopf noch einen Sitz. Oh, wir sind ja auf 5,40 Meter. Ja. Da geht es nicht anders. Aber ne? Ich suche doch mein Auto. Den Kühlschrank hier normal. Rechts, links, natürlich. Ne? Ja. Und habt hier eben die Möglichkeit, noch mal kleine Schränke. Obwohl mir hier die Struktur von den Holz nicht gefällt. Das mag ich nicht. Das Nein. ist ja auch nicht das Auto, was ich das mir ausgeguckt habe. Das ist top. Ihr habt hier oben drin habt ihr das Bett, das fahrt ihr runter. Und dann seid ihr durch damit. Ne? Kleines Waschbecken, kleiner 2-Flammenkocher. Das ist schon super. Ja, muss man sich dran gewöhnen, hinterm Fahrersitz. Man kann nicht mehr vernünftig sitzen. Ne? Also ist eingeschränkt für mich, für normale Weil Fahrer. Weil du immer ganz weit genau, hinten sitzt. Genau, aber ansonsten. Du brauchst immer Beinfreiheit. Passt das. Passt. Gegenüber haben wir da wieder Moveos. Ja. Na? So, einmal jetzt hier in 22 den ersten Moveo voll integriert. Damals gab es ja nur teilintegrierte, jetzt gibt es den ersten voll integrierten. Ja. Moveo ja baugleich mit Pilot. Richtig. Ja, ist auch was, wo man sich eigentlich immer wohlfühlt, ne? Also ich fühle mich da immer wohl. Hier nochmal ein Kastenwagen mit einem Aufstelldach oben. Mhm. Das kriegt ja auch immer mehr Beliebtheit, ne? Ja. Die Moveos sind natürlich... viel in der Vermietung, so wie das aussieht. Guck mal, da hinten ist auch Moveo in der Vermietung von Outdoor-Stiller, ja. Die das auch vermieten. Die sind, oh, guck mal, die sind in Bad Langensalza. Du warst als Kind immer in Bad Langensalza, ne? Stimmt, stimmt. Ja. Aber hier ist eben, wie gesagt, nichts neu. Die Grundrisse sind gleich geblieben, hat sich nichts geändert. Moveo natürlich typisch wieder auf Fiat, auf Citroën. Ja. Ne?
Genau. Nur wenn ich einen selber konfiguriere, kann ich den Vierter drunter machen als Automatik und dann weiß ich nicht, wann ich ihn kriege. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen geht es eben jetzt im Prinzip nur auf Zitrönen. So, ja. Der Vollintegrierte hat natürlich jetzt einen Vier drunter. Ja, mit 160 PS Automatik. Ja, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht rempeln. Entschuldigung, 140 PS Automatik. Oh, dann haben wir hier bei dem anderen Händler, der auch wohl die Pilot macht. Ja, es hat ja, ich glaube, der macht alles zusammen. Der hat ja noch ein Kabel stehen. Nee, das ist jemand anders. Das ist nämlich dann Sachsen-Karawan. Ja, ist derselbe, ne? Nee, da ist rein wieder Radeberger. Okay. Radeberger und das ist Sachsen-Karawan. Gut, das war die Messe Erfurt für uns. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zurück zum Barney. Ja. Völlig erschossen. Die einzigen, die topfit sind, sind die beiden Hunde. Oh. Uns tun die Füße weh, mir qualmen die Socken. Richtig. Also mehr Bilder haben wir jetzt ja nicht eingeblendet. Dann haben wir ja versucht, den ersten Livestream zu machen. Ne? Ja. Also der wird ja noch online sein, den könnt ihr ja gleich noch schauen, wenn ihr Lust habt. Ja, vielleicht war der ein oder andere von euch auch live dabei. Es war auf jeden Fall abenteuerlich. Ja, jetzt ehrlich, für uns ist sowas total aufregend, wenn wir was Neues machen. Ja. Ja, wir sind immer so hibbelig dann, ne? Ja. Richtig. Ist wie es ist. Entweder es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Wir haben so viele von euch wieder kennenlernen dürfen und wirklich tolle Gespräche. Wir standen, glaube ich, weiß ich nicht, über 2 Stunden draußen. Ja. Es kamen immer neue dabei, immer neue Gesprächsthemen. Und das ist das, was ich liebe, warum ich YouTube mache. Ja, ja, der Nachteil daran ist, wir haben heute nicht so viel gefilmt wie sonst. Nee. Denn wir haben heute einfach mal gequatscht und das war gut so, wie es ist. Gequatscht, ja. Und experimentiert. Ja, ne? Genau. Also die Bilder, die ihr jetzt gerade gesehen habt, das waren die Bilder, die wir ja noch gemacht haben mit der normalen Kamera. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du was, lass uns lieber quatschen gehen. Ne? So, jetzt gehen wir zurück zum Wohnmobil. Werden uns was zu essen machen noch. Werde ich ein bisschen gucken, werde ich vielleicht den Film hier schneiden. Ja. Weil wir sind ja jetzt noch eine Woche unterwegs. Genau. Und dann werden wir morgen was anderes machen. Und darüber werden wir auch wieder einen Film machen. Ja. Also die Messe Erfurt ist jetzt für uns gelaufen. Das war's, genau. Ein Tag Messe Erfurt reicht. Richtig, richtig. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann seid dabei, was wir morgen machen. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Should all acquaintance be forgot?